Wie schon so oft muss ich wieder darauf hinweisen oder auch mal wieder sensibilisieren dafür. Und zwar ganz wichtig, immer noch eins der häufigsten Fehler im Fitnessstudio, und zwar das Nicht-Einhalten der Bewegungsgeschwindigkeit. Man hat einmal einen konzentrischen Bewegungsablauf, das ist beim Bankdrücken das Wegdrücken, und einen exzentrischen beim Bankdrücken das Nachlassen. Und wenn ich jetzt ein Zeitfenster habe, beziehungsweise ich habe mir vorgenommen, möchte Muskel aufbauen, habe hier 6, 8, 10, 12 Wiederholungen vorgenommen und ich mache jetzt meine 6 bis 8 Wiederholungen oder 8 bis 10 Wiederholungen in einem Zeitfenster von 15 bis 20 Sekunden, was man ja sehr oft sieht, dann darf ich mich nicht wundern, dass nach einer gewissen Zeit der Muskelaufbau nicht mehr vorangeht. Warum? Weil ein Parameter, die Einhaltung dieser Reizzeiten, dieser gewissen Zeitfenster, die ich benötige, wird nicht eingehalten. Und somit hat man natürlich einen Parameter, der sehr wichtig ist für das Krafttraining, natürlich nicht beachtet. Und das ist natürlich nicht optimal und führt natürlich in schlechtesten Fällen dazu, dass man keine Fortschritte mehr erzielt. Somit ganz klar, achtet darauf, auf euer Reizzeitfenster, auf eure Bewegungsgeschwindigkeit. Und ihr werdet auch wieder Erfolg erzielen. Eins der wichtigen Parameter im funktionalen Krafttraining. Das war schon Andreas Triebenbacher, Personal Trainer Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe.